Hi und herzlich willkommen zu deinem persönlichen Online-Videokurs für die Ausbildereignungsprüfung. Mein Name ist Sebastian Redler, ich bin Führungskraft, Ausbilder, IHK-Prüfer, Dozent und freiberuflicher Karriereberater. Ich freue mich, mit dir zusammen diesen Kurs zu gestalten. Wir springen jetzt rein und ich erkläre dir, wie es geht. Ja, da bin ich wieder. Du möchtest Ausbilder werden? Dann bist du hier goldrichtig. Schau mal, du hast schon den ersten richtigen Schritt getan. Du schaust dir dieses Video an. Und ob du das jetzt auf deinem Smartphone machst, auf deinem Tablet, an deinem PC oder auch auf dem Notebook, ganz egal wo, du bist komplett ortsunabhängig und zeitunabhängig. Und das ist in dieser Form der Weiterbildung mit diesem Medium ein riesengroßer Vorteil. Denn du möchtest ja Ausbilder werden und du möchtest deine Prüfung bestmöglichst bestehen. Und hierbei kann ich dich zu 110% unterstützen. Warum mache ich das? Warum unterstütze ich hier und warum gestalte ich diesen Kurs eigentlich? Ich selber habe vor vielen Jahren erfolgreich meine Ausbildereignungsprüfung abgeschlossen und arbeite heute noch als Ausbilder. Als leidenschaftlicher Ausbilder würde ich jetzt dazu sagen, denn mir macht es unglaublich Spaß, mit jungen Menschen zusammenzuarbeiten und diese mit ihren Potenzialen, mit allen Stärken, aber auch oftmals mit ein paar Schwächen zu entwickeln und die Potenziale voll auszuschöpfen. Und letztendlich einfach junge Menschen bei ihrem Berufseinstieg zu begleiten und am Ende mit diesem Ziel diese Integration ins Berufsleben erfolgreich abzuschließen. Und das macht unglaublich Spaß und du bist hier, weil du auch Ausbilder werden möchtest und genau darum geht es hier in diesem Video. Ich selber als Karrierecoach auch oder als Karriereberater bin viel in Kontakt mit Ausbilderinnen und Ausbildern und hier tauschen wir uns immer wieder aus, geben uns gegenseitig Feedback und versuchen Jahr für Jahr das Ausbildungsniveau zu verbessern, zu optimieren oder neu zu gestalten, sich immer den Gegebenheiten im Umfeld, im Marktumfeld anzupassen. Das wird dann später auch einer deiner wichtigsten Aufgaben als Ausbilder sein. Ja, ich hoffe, du freust dich schon darauf und wir werden zusammen wirklich eine Menge Spaß haben, wir werden viel zusammen lernen und ja, lass dich einfach auch ein bisschen überraschen. Wir reden jetzt kurz über die Fortbildungsinhalte der Ausbildereignung, die aus dem Rahmenlehrplan stammen. Und für dich jetzt wichtig zu verstehen ist, dass wir hier vier Handlungsfelder haben. Also diese vier Handlungsfelder werden dich jetzt auch weiterhin bei deiner Weiterbildung begleiten, dienen als, sage ich mal, grobe Orientierung. Und unter diesen Handlungsfeldern, also hinter jedem Handlungsfeld, befinden sich mehrere Kapitel, wo wir nochmal feiner in das Thema reingehen. Und die Handlungsfelder sind so aufgebaut, dass wir erstmal mit einer Vorbereitung anfangen, also alles, was so vor der Ausbildung vorgelagert ist, und dann über die Ausbildung gehen und dann später bis zum Abschluss der Ausbildung. Also erstens wäre das dann die Ausbildungsvoraussetzungen prüfen und Ausbildung planen, also alles vorab. Zweitens Ausbildung vorbereiten und bei der Einstellung von Auszubildenden mitwirken. Also das ist auch alles noch vorab, aber so kurz vor der Ausbildung. Bei drittens dann Ausbildung durchführen, also die eigentliche Kerntätigkeit des Ausbilders. Und viertens Ausbildung abschließen, im besten Fall natürlich erfolgreich. Wir springen jetzt in deinen Fahrplan, dein Fahrplan zum Ausbilderschein. Und ja, einmal schauen wir uns die Zielsetzung an und später dann natürlich auch die Inhalte. Ja. Ein Fahrplan besteht nicht nur aus Route und Weg, sondern er hat natürlich auch irgendwo ein Ziel. Und ja, das Ziel ist in dem Fall der Ausbilderschein für dich. Aber an wen richtet sich denn dieser Kurs, dieser spezielle Kurs? Und ja, ich sage bewusst spezieller Kurs, weil du kannst hier nur mit Hilfe dieses Kurses deine schriftliche und praktische Prüfung bestehen. Du musst außerhalb dieses Kurses dich lediglich noch bei deiner IHK zur Prüfung anmelden, diese absolvieren und erfolgreich bestehen. Alle anderen Lerninhalte werden hier mit diesem Online-Kurs abgegolten. Sprich, du meldest dich hier an, du gehst in den Kurs. Du arbeitest zusammen mit mir alle Lerninhalte ab,
bereitest dich für die Prüfung vor, schriftlich, praktisch, mündlich und bestehst erfolgreich. Das ist das Besondere, das ist die Zielsetzung, was ich von Anfang an mit diesem Videokurs hatte. Ja, aber es kann natürlich auch sein, dass du vielleicht schon in einer Weiterbildung bist, dass du schon in einem Präsenzunterricht bist, dass du vielleicht sogar kurz vor der Prüfung stehst, ja? Und jetzt wünschst du dir nochmal Unterstützung, ja? Wo du sagst, es gibt ein paar Themen, da möchte ich noch ein bisschen tiefer drauf eingehen, beziehungsweise das habe ich vielleicht noch nicht ganz verstanden und hier benötige ich Unterstützung. Und auch hier greift unser Online-Videosystem. Du kannst dir jederzeit die richtigen Themen rauspicken, die du benötigst und kannst die hier fundiert und ja, mit aller Unterstützung, die wir dir jetzt hier bieten können, angehen. Zielsetzung haben wir besprochen. Jetzt gehen wir in den Inhalt bzw. schauen uns den kompletten Aufbau an. Wir haben einmal die schriftliche Prüfung, die steht ganz am Anfang. Und dafür gehen wir durch die 4 Lernfelder durch. Wir orientieren uns hier komplett an den Rahmenlehrplan und diese 4 Lernfelder, die sind ja nochmal untergliedert in viele Unterkapitel. Weil das Gelernte nicht gleich auch gelernt ist, sozusagen, haben wir Prüfungsaufgaben. Wir haben über 100 verschiedene Prüfungsaufgaben. Das heißt, du kannst das Gelernte nochmal reflektieren und kannst dich selbst auch überprüfen und bist viel besser vorbereitet und auch selbstbewusster, wenn du dann am Tag der Prüfung deine Aufgaben bekommst, weil du die ein oder andere Aufgabe sicherlich schon in diesen Prüfungsaufgaben erfolgreich gelöst hast. Ja, danach kommt dann die praktische mündliche Prüfung und die ist wie folgt aufgeteilt, beziehungsweise wie gehen wir hier mit diesem Online-Kurs damit um, dass du erfolgreich diese Prüfung bestehst. Einmal gibt es den Unterweisungsentwurf. Das heißt, du wirst aufgefordert, vor deiner mündlichen Prüfung einen Unterweisungsentwurf abzugeben. Und hierzu haben wir ein Beispiel kreiert und anhand dieses Beispieles gehen wir Stück für Stück durch. Dann, am Tag deiner Prüfung, wirst du entweder eine Präsentation halten oder die 4-Stufen-Methode anwenden. Auf beides werden wir später noch näher eingehen, was es bedeutet und wo da die Unterschiede sind. Und naja, für beides haben wir ein 1:1 Praxisbeispiel. Das heißt, wir gehen komplett den Prozess durch und beleuchten den kompletten Ablauf, der dich bei deiner praktischen Prüfung erwartet. Und zu guter Letzt werden wir uns Übungsfragen für nach deiner Unterweisung anschauen. Weil, wenn du deine Präsentation gehalten hast oder die 4-Stufen-Methode erfolgreich abgeschlossen hast, wirst du nochmal anschließend 15 Minuten befragt von deinen Prüfern. Und auch hier gibt es vorgefertigte Fragen, die kommen können und auf diese werden wir uns bestmöglichst vorbereiten. Ja, das war's eigentlich schon. Ja, hört sich einfach an. Ich kann sagen, in gewissermaßen ist es auch einfach, aber es gehört Fleiß dazu, es gehört Engagement dazu und ja, wenn diese 2 Sachen schon mal da sind, dann kommt auch der Spaß. Und wenn es Spaß macht, dann kannst du erfolgreich sein. Und genau das ist das Stichwort. Ich wünsche dir jetzt schon viel Erfolg bei deiner Weiterbildung, bei diesem Online-Videokurs, bei unserer gemeinsamen Reise zu deinem Ziel, Ausbilder zu werden und ja, ich freue mich drauf, dich wiederzusehen im nächsten Video. Bis dahin, tschüss.